Wir haben den August 2017 und schauen hier auf das Rathaus meiner Heimatstadt Annaberg im Erzgebirge. Im Moment findet hier ein Märchenfilmfestival statt. Hier auf dem Markt. Und diese beiden Fahnen, die hier am Rathaus hängen, habe ich seit Mai gezeichnet. Sie sind 5 Meter lang und 1,50 Meter breit. Und ich musste halt die Motive darauf möglichst identisch zeichnen. Das war mal ein ziemlich großes Zeichenprojekt von mir und war mal eine interessante Sache. Ja, ja, der Bogart geht gerade rein, hier bei meinem Spielwarengeschäft Julius Schreiber, wo ich schon als kleines Kind gewesen bin und was es seit 1854 hier in Annaberg gibt. So, da gucken wir mal kurz da rein. Und zwar haben wir hier die Vorlagen, nach denen ich die beiden Flaggen draußen gemalt habe. Also eine DIN A4 große Vorlage und daraus habe ich dann diese großen Fahnen gemalt. Mit goldener Farbe und ich würde sagen, das macht sich eigentlich ganz gut hier am Rathaus. Und die Besucher, die kommen hier, um sich das Märchenfilmfestival anzugucken. Dafür hat man hier eine ganze Menge aufgebaut. Im August 2017.